Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Don't Starve. Schaut, ich habe hier Bäume gepflanzt, weil ich die weg haben musste. Habe ich schon genug Holdings, ne? Ja. Wir haben doch genug. Okay. Weißt du, was unser Ziel ist, war? Nugget zu finden. Und was ist hier? Habe ich da auch was hingepflanzt? Das sind Bäume alles. Da waren wir noch nicht, also gehen wir doch. Schau mal, da ist so ein Viech. Wo ist das Viechchen? Kann ich hier. So, wir müssen das töten. Ja, wir haben es getötet. Geil. Easy to kill. Wow. Also. Das gab lecker Fleisch. Muss man ja mal hier gesagt haben. Ja, wartet. Nein, 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 das wollte ich doch gar nicht. Das will ich. So, ja, wir müssen genau dahin. Und ich mal versuchen wir nochmal so einen Erdwurm, Erdtypi zu töten. Das lecker Fleisch gibt. Was habe ich für Fleisch? Ist das? Wo ist das denn? Ich habe es aufgesammelt. Ich habe wie viele Wool? Ach da, Miet einfach nur. Na gut. Das ist ja schade, dass es einfach nur Fleisch ist, aber. Hä, war ich hier schon mal? So, jetzt habe ich auch davon 40. Jetzt können wir einfach rumlaufen und rumlaufen und in einen unheimlichen Wald hineingehen. Mit einem Weg, womit wir uns schneller bewegen können. Und ja, viel Zeugs, das ich hätte lieber ablagern sollen. Denn falls ich jetzt wirklich was finde. Ja, ist das. Wow, hier sind diese Fischmenschen, die sind sehr aggressiv. Da muss man aufpassen. Ja, das killt ja ein. Das wollen wir ja nicht. Ja, hier Karotte. Ich brauche Karotten. Bärchen. Was ist das für ein lautes Geräusch? Oh, schaut. Wo ist er? Wird ein neues Blablabla. Könnte sie. Oh, hätte ich eine Schaufel, könnte ich das bestimmt wegmachen. Aber ich hatte keine. Okay, also müssen da wohl diesen Weg gehen wir. Und noch eine Karotte, ja. Immer schön Futter. Ach so, hier ist nichts mehr. Da sind Steinchen. Schaut mal an. Ein Weg voller Steine. Und hier haben wir Eis, das am Schmelzen ist oder so. Und da sind die Nuggets. Nuggets, schaut, 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 schaut. Nuggets, Nuggets, Nuggets. Ja, aber gegen was tauschen denn Nuggets aus? Wieso habe ich die Notiz mitgenommen? Wieso habe ich das alles mitgenommen? Ich weiß es nicht. Aber ich will hier rummeinen. Okay. Wir müssen auch mal wieder eine Hacke bauen. So, jetzt muss ich schauen, was schmeißen wir weg. Ich weiß schon was. Da. Und den Rest nehmen wir auf. So. Und hier nochmal schön hacken. So, können wir alles gebrauchen. Ja, das ist auch fein. Dieses Gebiet zu finden hier war das Beste überhaupt. So, ja. Hui, hier auch nochmal. So, wir brauchen auch Flints, ja. Nicht alles unbedingt, aber da ist ja noch mehr. Wir meinen und holen uns hier alles an Nuggets. Hey, los. Und diesmal beeilen wir uns mit Zeugs kaufen und so. Ja. So. Haha. Und viele Steinchen haben wir dadurch auch bekommen. Und die helfen uns nämlich auch. Die brauchen wir auch. Steinchen und so. Steinchen. Das war hier alles. Wartet, hier geht's auch vielleicht weiter. Außer, das ist der Weg. Geht nicht unbedingt hier weiter. Obwohl doch schon ein bisschen. Und vielleicht finden wir hier noch mehr. Ja, wir finden hier Tatsache noch ein bisschen. Los, weg mit euch. Ich brauche mein wertvolles Zeugs hier. Oh, oh, muss ich nochmal bauen, hä? Was? Danke. Danke, Mann. So. Pick alles auf. Und dann müssen wir uns beeilen, bevor hier ja, Nacht ist und wir nichts mehr machen können. Okay.
würde sagen, wir laufen den Weg weiter und schauen, was uns noch so Schönes erwarten kann. Und dann gehen wir dahin, wo wir hin wollen. Weil vielleicht finde ich ja noch mehr gutes, schönes Zeugs. Ja, also zumindest finden wir irgendwas, was hilfreich ist. Ich glaube, ich habe noch nirgendwo ein Lager gebaut, oder? Aha, hier ist ein Spinnendings. Da gehen wir lieber weg. Da sind noch mehr Spinnen. Okay. Also, da sind zwei Spinnen. Das ist ein Spinnengebiet. Da werde ich garantiert nicht verbleiben. Oh, ja. Macht ja noch keine Angst hier. Ihr Spinnies. Ja, die Spinnen, die Spinnen. Okay. Also, ich würde sagen, hier ist nichts. Und ich muss demnächst, also weit weg vom Spinnennetz, mein Lagerfeuer bauen. Oh ja. Denn dieses Spinnennetz, also diese Spinnen sind doof. Aber schaut hier, da sind nochmal so Häschen-Dinger, aber keine Buffalos. Ach, ihr wisst schon, die Viecher, die ich gerne abrasieren würde, deren Hintern. Okay, also hier ist wirklich nichts. Ich kann nicht hier abhauen. Obwohl, viel Gras ist hier. Das muss ich mal hier positiv anmerken. Ja, ich weiß, dass du hungrig bist. Wilson, Wilson, du bist schon eine kleine, du bist schon ein kleiner Vielfraß, oder? Nicht mal ich muss so viel essen, okay. Bauen wir hier ein Campfeuer. Was war das? Der Magen, hä? Da krummelt der Magen. Und wir machen uns Futter bereit. So. Zack, zack, zack. Schön essen, mein Lieber. Und nebenbei habe ich eine Geschichte jetzt zu erzählen. Genau. Wir sitzen so am Lagerfeuer und da hat der gute liebe Arisian, glaub so heißt er. Ja, das ist ein schwieriger Name, Mann. Also er hat mir erzählt, ich könnte doch Lagerfeuergeschichte erzählen. Allerdings ist diese Nacht sehr kurz, also fang ich doch mal an. Und zwar war es einmal ein Junge und ein Mädchen. Ja, die waren sehr verfressen und haben den Eltern alles weggefressen. Die Haare vom Kopf quasi. Und darum entschlossen, haben sich die Eltern entschlossen. Nein, Quatsch, das war falsch. Also, die haben gefressen, ja. Diese Kinder haben sich gefressen und gefressen, aber haben nicht genug gefressen, zu fressen bekommen. Immer nur Brot, weil die Eltern arm waren. Und diese armen Eltern haben aber alles getan, dass sie immer Brot bekamen. So, haben die aber, ja, hatten die Schnauze voll vor Brot, die zwei Kinder. Und dann dachten sie sich, schnappen wir alles Brot, was wir finden können, und hauen ab in den Wald, denn dort gibt es viele, viele Nahrungsquellen. Viel Fleisch oder so, viel, alles, alles verschiedene. Und dann machten sie auf den Weg und fraßen ihr ganzes Brot unterwegs, weil sie hungrig waren. Ja, und außer eins. Ein Brot haben sie tatsächlich übergelassen und der Rest, natürlich weiter später. So. Es wird noch eine interessante Geschichte, bestimmt. Ja, also merkt euch, beim Brote, da waren sie mit dem letzten Brot und vor dem Wald. So, aber jetzt, wow, da sind Vöglein. Und ich habe noch was gefunden hier. Okay, also sehr erfolgreich unsere Nuggetsuche. Definitiv, aber schaut, das ist so ein Nest von denen oder so. Also, das ist ein komischer Vogel. In der Nähe will ich aber nicht hin, weil der jagt mich sonst. Die kenne ich schon. Da, schaut, mit deinem Auge. Die können gut sehen mit deinem Auge, ja. Oh, warte schon, ich würde irgendwas kaputt gehen. Ach so, ja. Und ich habe wieder Flammen, also Zeugs, was ich hier mitnehmen kann. Aber vielleicht kriegen wir hier das eine noch hin. Ohne dass wir. Komm, hä? Kannst du nicht hier. Ja, doch, er kann. Aber Mascha ist das komisch. Also, ich habe richtig gesteuert hier. Aber wollte nicht, ja. Komm, ah, hier noch, okay. Ja, er will das nicht, aber das ist ein Ei. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Ich habe nichts getan. Lalala, lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Ich habe dir wirklich nichts getan. Miststück. Ich habe das fast kaputt gehabt, das Ding. Also werden wir weitermachen. Ja. Wir kiten dieses Vogelvieh aus. Bin doch schon wieder weg. Oh, du bist so nervig. Wie wär's damit? Wir laufen hier rum. Das ist ein Walrus-Camp. Hahaha. Ich könnte das Ei wegschnappen, aber dann tötet er mich. Okay, wir haben, was wir wollten. Dann tut er mich ewig jagen. Wollt ihr das mal sehen?
Das lohnt sich eigentlich nicht, aber... Oh, oh, oh. Da muss man echt aufpassen. Wow, wow, wow. Okay, vielleicht lassen wir das doch lieber. Sonst sterben wir noch. Obwohl, wenn wir... Okay, das Viech ist zu schnell. Selbst so. Wow, okay. Zum Glück ärgere ich es nicht. Das ist sehr nervig. So, wo wollte ich mal unser Camp hinbauen? Das ist eine gute Frage. Das ist hier irgendwo, oder? Da war so viel Zeugs hier, glaube ich. Wir gehen jedenfalls... Oh, oh, oh. Komm, 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 nicht kaputt geht Spiel. Wartet, ich hab's gleich wieder so. Ich hoffe, es hat soweit aufgenommen trotzdem. Jedenfalls habt ihr auch vielleicht im besten Fall nichts gesehen. Das wäre schön. Sonst wird's irgendwie ärgerlich wieder. So. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wieso das plötzlich wieder so klein wurde, mein Fenster. Ah, ist das nervig immer. Oh, schaut mal. Wir können einen Fisch nehmen. Die kämpfen gegeneinander. Warum droppen wir das? Ach so. Ich will lieber den Fisch statt die Fischbeine. Da, ich gebe dir mal was. Hahaha, ein Kampf. Your friend, ja? Okay. Hier, gebe ich euch mal. Ich bin voll der geile Freund. Oh, da ist einer gestorben. You friend, ja, da hast du recht. Kommt. Aber das heißt ja nicht, dass ich mir nicht hier das Schweinezeugs mitnehmen werde. Ja, und dafür hier das wegnehmen. So. Da haben wir noch einen Fisch. Wow. Kommt weiter. Wow, die töten Schmetterlinge. Die brauche ich aber nicht. I follow. Oh, danke, wir haben Schweinefreunde bekommen. Haha, aber ihr seid zu langsam. Ich brauche ihr nicht. Aber die Nuggets, die brauche ich. Komm hier. Ju ist gut. Na Gott, wäre mir lieber, aber na gut. Ja, hier ein Nugget. Und ein Nugget. Und das können wir auch aufheben. Ciao, meine lieben Freunde. Oder folgt mir noch weiterhin, falls ich einen Kampf entscheiden muss. Für, was ist das? Gunpowder. Ne, brauche ich nicht. Okay, wir können hier weitergehen. Sehr schön. So, Schweinchen, ja, der Lauf rennt, danke. So schnell kriegt man Schweinefreunde. Folgen die mir jetzt die ganze Zeit? Scheinbar. Na gut. Ob die schnell genug sind, ja, ja. Oh, Futter brauche ich eigentlich auch noch. Aber ich habe ja Fleisch. Das gibt bestimmt einiges an Punkte. So. Es wird spät, ja. Dann nach unten. Zack. Oh, ist das nicht schön. Noch mehr Knochen. Und ein Skeletten-Ding. Heini. Dovi. So, hier ist auch viel los eigentlich. Aber nicht genug. Sehr kleine Fläche. So, wir bewegen uns schnell voran. Hier sind noch mehr Schweinchen. Das ist schön. Ein Schweinchen zumindest. Wartet, mehr Schweinchen, glaube ich. Naja, oder auch nicht. Gut, gut. Dann nicht. Wartet, ich gehe doch voll den falschen Weg, wenn ich hier lang will. Oh mein, wir haben uns verlaufen. In einem dunklen, tiefen Wald. Ja, wir müssen weg, weg, weg. Es hat so gut angefangen. Da sind Bienchen. Ja, da ist noch mehr. Oh, da sind viele Häschen auf einen Schlag. Wer jetzt hier noch wohl die Viecher da finden würden, die rumkacken, wäre ich sehr zufrieden. Weil eigentlich sieht das aus wie eine Fläche, wo das tatsächlich auch so ist. Wollen wir die mal hier suchen? Ja, perfekt. Hier werden wir unser Lager aufschlagen. Hier ist alles, was unser Herz begehrt. Okay. Und Schweinchen. Ach so, die sind mir gefolgt. Hier sind 3, 4 Häschen, 5 Häschen. Also okay, also hier kann man sich schon zurechtfinden, glaube ich. Hier in der Nähe möchte ich bleiben. Und zwar... Hier, denke ich mir, können wir unser Lager aufschlagen. Ja, wir machen hier unser Lager jetzt hin. Steinchen haben wir ja auch genug. So. Ah, ist das nicht schön. Wir tun auch gleich mal hier Fleisch kochen. Tut mir leid, für euch habe ich nichts zu essen. Weil ich bin relativ arm. Da, wir können auch Fisch kochen. Feuer ist gut, hast recht. Feuer macht es auch schön warm.
gekochter Fisch. Ja, das ist alles schön. So, währenddessen ich hier baue, können wir natürlich die Geschichte weitererzählen. So, da waren die zwei Kinder also am Wald mit ihrem letzten Brot. Und während der Junge, der zufälligerweise Hänsel heißt, sich kurz umschaut, na, hat sich Gretel gedacht, nehme ich doch das letzte Brot und esse es. Denn es ist so lecker. Natürlich hat es der Hans gemerkt, also Hänsel. Hänsel merkte, was vor sich geht und schnappte sich ein Stück vom Brot. Und beide zerrten dran und es brach in zwei, genau. Und naja, Gretel war sauer und rannte ihrem Bruder Hänsel hinterher, ja. Der aber nicht vorhatte, wow, ich kann viel bauen, das Brot zurückzugeben und rannte so schnell er konnte. Dabei verlor aber ein bisschen Brot, Krümel, auf dem Weg. Ja, er und auch Gretel, weil die sehr nervig und doof sind. Oh, ich kann Brot bauen, also machen wir das. Und, naja, stellte sich heraus, dass sie dann tief in den Wald alleine rein stolperten. Und schließlich an einem leckeren Süßigkeitenhaus ankam. Ja, da machte der Hänsel und Gretel machten da so große Augen, machten sie. Endlich haben sie nämlich ihre Ernährung, ihre Quelle gefunden für Ernährung. Ja, und damit endet auch diese Geschichte noch nicht ganz. Wir werden sie nächstes Mal weitererzählen. So, was wollte ich jetzt bauen? Wir sind in der Bauphase. Ein Renometer wollte ich nicht. Ich will auch kein Gunpowder bauen. Kein Lightning Rod, kein Eisflingo, irgendwas. Was wollte ich denn bauen? Wir können Lightning Rod bauen, aber was ich brauche, ist so ein komisches Ding. Ein Doodad. Und durch den Doodad? Ich brauche noch mehr Steinchen dafür. So. Warum geht das nicht? Ja, dann schmeiße ich auch das weg. So. Ich will ehrlich, oh, komm doch mal, Wilson, renne ich immer so schnell weg hier. So, und weil wir das nochmal bauen, können wir dann jetzt nochmal Steinchen bauen, müssen wir jetzt. So, jetzt können wir aber, könnten wir die bauen, wenn wir noch mehr Steinchen hätten, okay. Dann stellt sich heraus, dass wir viele Dings brauchen und wir brauchen auch Holz. Das bedeutet, wir müssen Holz hacken gehen. Okay, Zeugs, was nicht verschimmelt, lege ich mal hier alles. Wartet. Die Schweine haben es gefressen. Dieses fette Schwein hat mein Zeugs gefressen. Ihr seid ja so hohl. Ihr seid gemeine Schweine. Ich hoffe, die fressen ja noch meine Nuggets, also meine Zähne da auf. Wir müssen in den Wald gehen. Und zwar nächste Folge. Meine lieben Leute, denn es ist wieder mal sehr spät. Und ich hoffe, ihr freut euch, wie Hänsel und Gretel nächstes Mal weitergehen. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ihr dürft auch kommentieren, egal wieso und warum. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Ciao!